Bist du bereit für eine kleine Überraschung? Was soll ich jetzt sagen, Andres? Ja, ja. Ja, bin ich. Ja, bin ich. Cool. Rentner-Daumen. Ich mach's so, ja? Ja. Die Vergangenheit, sie scheint so weit weg. Doch eine alte Weggefährtin aus vergangenen Zeiten ist heute hier. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Klaas Moderationskollegin von Viva, Gülcan Kaps. Und wir auch. Auch danke. Guten Abend. Hallo, Jakob. Danke schön, danke. Oh, da freue ich mich aber wirklich. Oh mein Gott. Ja. Was hast du da für ein Publikum? Ja, nett, ne? Danke schön. Nimm Platz. Sehr gerne. Ja, schön, dass du da bist. Also das freut mich ja wirklich sehr, weil du wohnst ja so weit weg. Du wohnst ja immer noch in Düsseldorf, nehme ich an, oder? Ja, das ist tatsächlich ein paar Kilometerchen weiter weg, aber für dich komme ich gerne. Ja. Ich weiß, du hast so einen Fragenkarteikästchen, ich muss immer diese Fragen hier sofort. Wie geht's dir denn? Ja, mir geht's gut, oder wie immer eigentlich. Ja, genau, alles so normal. Mittlerweile ein bisschen matschigeres Gesicht gekriegt, aber sonst alles wie immer. Und es ist so, dass für alle, das mal kurz zu erklären. Also ich habe früher, vielleicht wissen das gar nicht alle oder so, ich habe vor, weiß nicht, 20 Jahren oder so, war ja so. Wieso sagst du das denn jetzt? Ja, weil das so ist. Das ist noch nicht, es ist ungefähr aufgerundet für 20 Jahre. So, also ich würde sagen, es ist ein bisschen weniger. Vor einiger Zeit, so irgendwie so ein paar Sommer ist es schon her. Und da haben wir mal zusammengearbeitet bei Viva. Ja. Und es war eine schöne Zeit, weil man hat nicht eine Sendung moderiert bei Viva, sondern den Sender hat man moderiert. Ne? Wir beide zusammen. Du, wir waren der Sender. Ja. Es gab so einen gewissen zweiten Urknall bei Viva. Also es gab die erste Generation mit Mola und Heike und Stefan. Und dann kam so dieser zweite Urknall, finde ich. Und dann kamen wir. Und ich muss wirklich von mir aus sagen, ich hatte das Gefühl, der Sender gehört zu mir. Ich gehöre zum Sender. Wir sind eins. Das war so, Viva liebt dich wirklich von allen Seiten. Und das war verrückt. Ja. Und ich habe, du weißt, wie ich das war. Wir haben gerne immer zusammen moderiert, weil es war immer so, wenn man nicht mehr weiter wusste, konnte man einfach mitten im Satz aufhören zu reden und dann hast du weitergemacht. Ja? Das stimmt, aber wir haben das witzigerweise einfach so total harmonisch aufs Parkett gebracht, obwohl wir uns ja auch vorher nicht kannten. Und ich weiß, du hast deine ersten Tage bei mir gehabt. Ja. Meine ersten Tage waren bei Mola. Man wurde immer an die Seite von einem älteren Hasen gesetzt. Also ein älterer Viva-Hase. Musste man so mitlaufen, die ersten Tage. Hast du das kleine Kaninchen dann quasi eingeführt und ich habe dich eingeführt. Ja, genau. Komplett. es ist eine besondere. Ich hab hier Karten, die ich höre schon die ganze Zeit immer. Ich soll jetzt sagen, was auf den Karten steht. Ja. Also hier, erste Frage ist, na erzähl mal, wie war ich denn so? Ich könnte wirklich so viel erzählen. Wir haben ja relativ viel zusammengearbeitet. Und soll ich jetzt total ehrlich sein? Ja, also geht ja wohl nicht anders, ja. Also, ja, geht, okay. Aber kannst auch nette Sachen erzählen. Nein, das ist ja auch alles nur nett. Du warst süß. Ja. Du warst süß. Du warst aber auch ein kleiner Hate-Smurf. Was war ich? Ein Hate-Smurf. Was ist ein Hate-Smurf? Ein Hate-Smurf ist dieser Schlumpf, der so steht und sagt, ich habe heute keine Lust. Ja. Heute, das ist heute nicht mein Tag, das Wetter ist schlecht, ich mag die Band nicht, ich mag das Licht ist schlecht, die Moderation ist schlecht, alles ist schlecht. Und dann, das hast du manchmal gemacht, manchmal. Ja. Und dann habe ich dich, gepackt und habe gesagt, Klaas, wenn du mit mir moderierst. Das weiß ich noch. Dann hast du gute Laune zu haben. Und dann haben wir so darüber gelacht, dass wir das immer so als Running Gag genommen haben und uns immer damit dann so wie Footballspieler motiviert haben. Wir haben jetzt gute Laune und dann hatten wir das noch. Ich kann mich da noch dran erinnern. Du hast irgendwann mal mich zur Seite genommen und dann hast du gesagt, das ist ja alles gut hier und du kannst ja gut Sachen auswendig lernen und da irgendwas da reden. Aber ganz ehrlich, du lachst nicht.
Du musst, mehr, lachen. Wenn du die ganze Zeit immer nur so ernst guckst, mag dich keiner. Du musst mehr lachen. Da habe ich mir gesagt, okay, wahrscheinlich hat sie recht. Aber ich hatte so viel anderen Stress, weil das ja auch so aufregend ist am Anfang. Ja. Und so, da weiß man gar nicht so, was man machen soll. Ja. Da habe ich also das Erste, was ich vergessen habe, war zu lachen. Ich saß mal so da und habe dann meine Witze vorgetragen. Ich bin immer gewundert, dass da keiner lacht. So, Frage 2. Siehst du, jetzt? Frage 2. Jetzt läuft's. Es gibt bald eine Doku über Viva. Stimmt. Du, wir haben ja alle da jetzt an dieser Doku schon teilgenommen. Ja. Viva wird dieses Jahr übrigens 30 Jahre alt. Ja. Und den Sender gibt es natürlich leider nicht mehr. Aber viele von euch kennen den hoffentlich noch. Und ja, wir haben da natürlich angefangen zu moderieren. Und das gibt es als Doku jetzt. Ja, genau. Da gibt es eine Doku. Läuft, glaube ich, in der ARD-Mediathek. Genau. Ich höre gerade, wir haben einen Ausschnitt da. Da können wir reingucken. Niemand. Also wirklich. Kein Mensch auf der Welt schafft so viele Wörter pro Minute wie sie. Sie war das Aushängeschild von Viva. Gülcan. Hey Leute! Hallöchen, Puppe! Da bin ich wieder! Eure scharfe Maus aus Mexiko! Na ihr? Bock auf Schweinerei? Also es ist, ich habe so ein bisschen Angst, aber irgendwie ist es auch schön, ne? Es ist so ein bisschen wie ein altes Fotoalbum, durchblättern natürlich für uns. Aber was war dein skurrilster On-Air-Moment? Skurrilster On-Air-Moment, da gab es natürlich in all den Jahren wirklich viele Situationen oder Gäste, wo einiges schiefgelaufen ist, ich sag's mal so. Aber was war sehr skurril, also es hat einmal ein Maskottchen angefangen zu brennen in einem Interview, fällt mir gerade ein. Aber weißt du, was mir noch mit dir einfällt, Klaas? Wir hatten auf dem roten Teppich Interviews mit verschiedenen Gästen, da war Nelly Furtado bei uns. Ja. Und dann haben wir gesagt, wer macht sie? Du, ich. Und dann hast du gesagt, du machst sie. Und sie hatte gerade ihr Kind bekommen, weil es ist mir jetzt gerade eingefallen, weil sie vor ein paar Wochen zum ersten Mal mit ihrer Tochter auf dem roten Teppich war. Dann dachte ich mir, ah, weißt du noch, vor 100 Jahren. Ja. Da hast du sie dann gefragt, du wolltest fragen, hey, wer achtet denn, wer guckt denn heute nach deinem Kind? Weil es ist ja neu geboren, du bist hier. Ja. Du hast aber übersetzt hast du gesagt, wer interessiert sich eigentlich für dein Kind? Who cares for the baby? Und sie dann Ich habe nicht take care gesagt, sondern ich habe gesagt, who cares for the baby? Und sie war beleidigt, sie war sauer. Sie war sauer. Ich habe aber irgendwann später, mit Nelly Furtado hatte ich noch eine weitere Geschichte. Das war sehr witzig. Nelly Furtado war dann noch mal beim ZDF zu Gast und da hat sie irgendwie gesungen vor wem hat sie denn noch mal da gesungen? Vor Muammar al-Gaddafi, dem libyschen Staatschef, ist noch nett gesagt. Ja, ja. Hat sie irgendwie mal so ein Privatkonzert gemacht und da habe ich sie auch gefragt, wie das sich so anfühlt, wenn man vor dem singt, All good things come to an end. Ja? Ich muss wirklich sagen, dass ich heute ganz begeistert bin. Es ist ja nicht immer so, dass man sich über den Überraschungsgast freut. Das ist auch nicht so angelegt, diese Rubrik. Aber manchmal ist es so, dass ich mich wirklich über alle Maßen freue, dass wir uns wieder gesehen haben. Gülcan, danke. Schön, dass du heute hier warst.